Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge 11.19 auf der Haferfeld, unserem John Deere Projekt. Wir waren ja draußen stehen geblieben mit dem Ernten vom Sonnenblumen. Genau, Sonnenblumen hat man ja hier. Dann werden wir gleich mal vom Hof hier rüber schnipsen und gucken, wo haben wir Drescher geschmissen. Hier steht der Schlepper. Ah, da steht er. Da steht er doch. So, schmeißen wir den an. Passt, wackelt und hat Luft und los geht's. Dreschen mal den Spaß hier weg. So. Machen wir wieder was weg. Gucken wir mal, wie viel wir hier noch reinkriegen mit dem Zeug. Und ja, abgetankt bin ich gar nicht mehr. Totale Verpeilung, aber macht nichts. Ist zwar schon einen Tag her, aber passt schon alles. Kriegen wir hin, läuft alles super. So, die waren auch schon wieder weg. Zack. Ja, morgen. Der Baum stört mich gerade etwas, aber passt alles. Wie. So, das sieht ein bisschen futuristisch aus, der Drescher, weil ich ihn ausklappen kann. Oh. Nö, der ist nichts mit ausklappen. Der hat einen kompletten geschlossenen Chromtank. Kenn ich so vom Drescher her noch gar nicht. Wir müssen hier zu weit zum Fenster raus sein, aber ich glaube, den Nova hatte ich noch gar nicht allzu oft. Auf der Map noch gar nicht, soweit ich weiß. Wir haben immer gesehen, dass ich schon dir nicht mehr, aber wir hatten jetzt mal keine Mission, die viel Geld brachten. Wo ich schon dir Drescher oder irgendwas Gerätschaft nehmen konnte. Und daher sind wir hier auf den Rostelmesh Nova 330 gekommen. Von der missionstechnisch her, Seite her, so. So. Da hinten sehe ich schon die Feldbegrenzung. Sagen wir jetzt 73%. Schauen wir mal, was hindert, können wir mal drehen, muss ich denken. Ja, doch, müssten wir schaffen. Mit drehen, dass wir das Rohr auf der richtigen Seite haben, sagen wir mal so. Letzten 14% noch. Wir geben ordentlich Gas, lassen wir so viel wie möglich schaffen.
Also wenn man jetzt so vornimmt, dass ich hier nie große Missionen annehme, wo ich irgendwas finanzielles Geld reinstecken muss. Das heißt für mich also hauptsächlich Dreschen, solche Missionen werden angenommen. Oder hier mal eine Grasmähmission, die hier auch so ein bisschen leicht verbuggt sind wie hier woanders. Also wie auf der Felsbrücke, da sind die Grasmissionen ja total verbuggt, fehlen immer Prozente. Ich weiß nicht wieso, warum, weshalb. Ist einfach so. Es fehlen immer irgendwo eine Handvoll Prozente, dass du ja die Mission abschließen kannst. Und da mähe ich schon Randstreifen aufs Äußerste und alles. Aber ist halt nicht drin. Zwei haben wir schon abgetankt. Sagt mir jetzt mein Schlepper da. Aber da schon ein gutes Drittel drin haben. So. Das müssten jetzt 13,5 werden. Ja, 45% haben wir im ersten Anhänger. So. Weiter geht's, dass wir das Feld ratzfatz runterpreschen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas wie Mais oder Sonnenblumen haben, ein bisschen technisch zum Ernten. Dass wir hier ein bisschen Kohle machen können. Weil es steht eine Veränderung in der Saattechnik an. Weil da stehen mit dem Überladewagen irgendwie nicht befüllen kann, die ich jetzt da, würde ich mir doch gerne eine andere zulegen wollen. Wir hatten ja geguckt, welche es werden soll, daher. Passt das schon. Heute los mit mir. Was aber draußen schön, ich fange an mit Kränken oder wie? Wo es nass kalt war, ging es mal Bomben, jetzt ist was. Wird's draußen Bomben, mir geht's hier mit der Rumpellerei wieder los. Nee, 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 nee. Das können wir so nicht hinnehmen, das wollen wir so nicht dulden. So geil das nicht. So, jetzt hier rum. Rückwärtsdank. Mal gucken, müssen wir jetzt eigentlich alles in Trasche reinkriegen. Aber festlegen würde ich mich jetzt darauf nicht. Sagen wir mal so. Da muss ich erst mal gucken, wohin, weil diese Ecke dort hinten, ich weiß nicht, ob das hier die normale Mühle von der verkauft oder ob das woanders ist. Weil früher gab es nur eine Verkaufsstelle auf der Map. Also für Getreide und sowas. Aber die Karte wurde ja erweitert und verbessert und hast du nie gesehen. So, rein da.
Wiederkommen. So, jetzt laufen wir unsere Gegenrichtung. Und mit Schwung hier. 40%, ne, weil wir doch noch vorher abtanken müssen. Bei 40% kriegen wir nicht noch rein in das Skill-Link. Also beim besten Willen nicht. Sind wir scheinbar ein bisschen arg schief gefahren, weil hier ist es nämlich fast am Ende, dann haben wir uns immer breiter vor, und so weiter ich vorkomme. So, 12% noch. So, Room hier. Stell mal wieder mitten im Gemüse, wenn du abtanken musst. Das wäre ja immer so schöner Wasser, wenn es mal klappen würde beim ersten Mal. Oder reicht das Rohr bis rüber? Weil er bis zwei reinstehen bleiben? Würde mich jetzt mal kurzzeitig ein bisschen brennend interessieren, aber wir werden es gleich sehen. Doch, es reicht bis rüber. Das ist super, aber doch nicht aufs Gemüse, wie ich gerade gefahren bin. So, dann laden wir mal schnell über. Komm, lad schneller, ich wollte Feld 16 eigentlich noch Patsch kriegen in dieser Folge. So. Es gibt Zucker. Oder gibt mir auf Zucker, wie das Sprichwort ging. Etwas willst verschmähen, du sollst Gas geben. So, das ist so. Alles wegkriegen. Passt das? So, und absenken und weiter geht's. Ein kleines Stück rüber, sonst durchschieren wir einen Anhänger samt Schlepper. Und das wollen wir ja überhaupt nicht. Boom, ja, passt.
passt so wie. So, in der Reihe müssen wir nach oben. Und dann sollte es auch mit der ganzen Breite beim passen. Zack. So, wir haben fertig. Gucken wir mal, gleich verkaufen noch kennen. So, ich gucke mal, wo ich hin muss. Ja, wenn hier gerade gespeichert wird, könnt ihr mal gucken. Wir müssen hin. ProCrane. Und wo ist ProCrane? Ach, altbewährter Ort. Gut. Wissen wir, wo wir hin müssen. Passt. So, wenn wir schon mal den Spaß hier verkaufen mit den paar Litern. So, vorne hinten lang. Richtung Tankstelle. Ah, dachte ich bin schon vorbei, aber nee. Falsch gedenkt. Naja, kann man nichts machen, musste gucken zu. Drücken wir auf die Kelle. So. So, jetzt gleich am Kreisverkehr. Auf einen kurzen Tunnel da. Boah, fahr ich den völlig scheiße zusammen hier heute. Aber fast so bescheidene Fahrerskills wie in der gestrigen Folge. So, ob sie aus der Hasenfeld war, aber die anderen Videos, die ich gemacht habe, auch solche Fahrerskills, wie ich jetzt an den Tag lege. Die so extrem toll, unterirdisch genial waren. Weil anders kann man die nie bezeichnen, außer so. So, fahren wir mal das Zeug verklingeln. Da ist der einfach, ich sehe sie schon, ich sehe sie schon. Und zwar jetzt hier rein. Müssen wir. Ich sehe gerade, ich sehe gerade nicht viel, ob ich hier reinfahren kann oder nicht. Weil der Baum mir etwas im Gesicht hing. Alles, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit heute. So, Sonnenblumen. So. Obwohl, kam ein bisschen Kohle rum, 8000 rum. So, aber ich komme jetzt auch zum Ende dieser Folge. Den Rückweg machen wir dann zusammen in der nächsten Folge. Denn ich bin leider schon wieder am Ende von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.